Oh, da kommt was raus, was ich jetzt nicht so toll finde. Boozer, hörst du mich? Boozman, komm! Deke, hey! Ich bin hier! Als wir aus Farewell raus sind, der Nero, der Soldat und... Jesus, was? Das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Als wir aus Farewell raus sind, der Nero-Kerl, der Soldat oder was auch immer das gewesen ist, der Sarah mitnahm. Warte, was hast du? Er hatte einen Ausweis. Wie hieß der Kerl? Oh Gott, O'Brien. Oh Mann, du Fickfrosch. Ist das dein Ernst? Okay, wie war das? Oh Gott, O'Brien. Wir sind klasse zum Wolf. Hast du davon geredet? Mann. Den ganzen Weg zum Three-Finger Jack. Okay, er lebt, Boozer. Er lebt. Was, er lebt? Was redest du denn da? Wir waren da, das ganze Camp war zerstört. Okay, das weiß ich, aber ich hab... Okay, ja, ich weiß. Ich bin hinter dem Nero-Heli her und ihm bis zur LZ gefolgt. Warte, du warst in ihrer LZ? Was zum... Boozer, jetzt halt einfach mal die Klappe. Hör mir zu, ich hab sie über den Funk gehört. Die redeten von einem Kerl namens O'Brien. Das war Neros, er lebt, Boozer. Er ist am Leben. Nick, nicht? Mach ich nicht, Boozer, mach ich nicht. Aber ich werde versuchen, ihn aufzuspüren. Ich brauche ein paar Antworten, Mann. Auf jeden Fall, Mann. Du schläfst jetzt eine Runde. Meld mich später nochmal. Dicken Ende. Was ist ein Fickfrosch? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist, ich weiß es auch nicht. Der Beginn dieser Hölle, die jetzt unser Leben ist, kam für diejenigen, die auf mich gehört haben, alles andere als überraschend. Gaming Tourette, ja, es geht los. Ich habe mich voll erschrocken. Das war nicht schön. Mache ich das jetzt? Einer der wenigen. Die meisten, die offen Kritik übten. Tja, es lief nicht allzu gut für sie. Die Friedhöfe sind voller Märtyrer. Das ist nicht so eine Art Getränk? Sie haben ihn beim Namen, den Bullshit, die Lügen, wenn sie sie sagen. Ich weiß es. Ich auch. Ich startete Radio Free Oregon in den letzten Wochen vor Nero's O'Brien. Ich sendete aus einem Lieferwagen, fuhr von Stadt zu Stadt. In der Zeit, bevor Autos die Straßen verstopften und die Brücken zerstört wurden. Schätze, ich komme später wieder und räuche halt dann die anderen. Hä? Warum reden die alle durcheinander? Nein, Cope, die Friedhöfe sind voller Freaker, nicht Märtyrer. Und du musstest immer weiterziehen, weil sie dich zur Hölle geschickt hätten, wenn jemand deinen Van gefunden hätte. Und dann müsste ich mir dein beschissenes Radio Free Oregon nicht anhören. Warum schreit er jetzt so? Aua. Mal sind die Sounds leise, dass du sie nicht hörst, und jetzt so laut. Autsch. Also ich muss sagen, mit dem Motorrad hier rumfahren macht schon Spaß. Ich muss nur auf mein Benzin achten, was schon bald leer ist.
Ist das hier? Sieht so verlockend aus. Ist das eine Horde? Das ist eine Horde, oder? Mag es hier nicht. Ja, ich sehe schon. Die Anzahl nach zu urteilen, Jupp. Dark, spielst du eigentlich auch das Game? Ja, lustig werden. Nee? Okay. Ist es nicht so deins, oder... gesehen. Oh mein Gott! So stelle ich mir ein Fan-Treffen vor. Ah! Soll ich da nur reinkommen? Ah, wir sollen weg hier. So stelle ich mir ein Fan-Treffen vor. Tschüss! Wie überlebe ich das jetzt am besten? Hordenstrategie. Oh mein Gott. Horden sind große Gruppen von Schwärmern, die sie wie ein Organismus bewegen und verhalten. Tagsüber ruhen sie an dunklen Orten wie Höhlen. Sie fressen nachts. Du solltest den Kontakt mit Horden um jeden Preis vermeiden, bis du bereit bist. Ja, ich bin nicht bereit. Okay. Das wird mein Tod werden, ne? Eindeutig! Eindeutig! Ich werde sterben! Ja, das war's. Kuscheln! Whee! Wow. Wenn es ein Fan-Treffen ist, am besten Autogrammkarten schreiben. Ja, vorher. Dieser Verfolg! Hallo Döner! Ich will das hier schaffen. Aber wie haben die mich jetzt gesehen? Wie komme ich da hoch? Ich habe da einen Lautsprecher gesehen. Oh, Benzin, sehr schön. Sprit. Ah, gutes Timing. Gut. Perfekt. Ich speichere mal kurz. Ich hätte jetzt nicht raufgehen müssen, aber... falls ich jetzt wieder sterbe. Death Counter 3. Ja. Wo sind die Herde jetzt? Wir sind doch hier. Wirklich eine tolle Idee, Massengräber auszuheben und die ganzen Leichen hierher zu bringen. Ja, das ist eine wundervolle Idee, ja. Aber wo sind denn die jetzt? Warten auf. In irgendeiner Ecke. Ein Massengrab. Warum wurde der Scheiß hier nochmal vergraben? Ach ja, weil sie Arschlöcher sind. Und ich bin so lebensmüde und laufe jetzt wieder hier rein. Okay, explosive Fässer. Ich
Ich habe was gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch Erde ist oder... Die Musik ist gerade sehr bedrohlich. Okay. Ich mach mal Essen, okay. Worum geht's denn im Game? Überleben. Überleben. Okay. Aufgaben erledigen. Überleben. Diese Horde, die du gerade gesehen hast, waren Freakers. Ähnlich wie Zombies, aber kann man nicht als Zombie eigentlich sehen. Rosa, hörst du mich? Ja, Deke. Ich hab's geregelt. Das mit Alvarez. Danke, Bruder. Hier ist halt auch eine Pandemie ausgebrochen. Das hätte und deswegen sie. Deke, ein Ende. Sitzen wir jetzt hier in der Scheiße. Oh nein, ist Jeep weg? Nein. Wie soll ich da nur reinkommen? Wegen Ostern, ne? Oh, ich fand das voll süß. Schade. Mich ist da hoch. Wir sind überall Lautsprecher, das ist scheiße. Wo seid ihr? Was? Warum? Und ich brenne mit. Ja, geil. Oh, schön warm. Das ist nicht gut für mein Herz. Das ist nicht gut für mein Herz. Das war knapp. Okay, ich geh mal. Das ist doch nichts für mich. Sie sind real. Sie sind der Beweis, dass ich recht hatte. Wir dachten, Nero wäre wie der ganze Rest verreckt. Von der eigenen Dummheit ausgerottet. Aber nein. Wie ich sagte. Sie haben die ganze Zeit einfach abgewartet, bis sie aus ihren Löchern kriechen können und die Welt wieder an sich reißen. Aber das geschieht nicht. Nicht solange ich wache. Aber der Weihnachtsmann ist noch da. Weil er denkt, dass sie euch den Arsch retten. Jeder Mann in Uniform, der etwas wert war, ist vor 2 Jahren gestorben. Diese Männer werden euch sofort abknallen. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Oh, Cobb, die werden überhaupt nichts an sich reißen. Du hast doch keine Ahnung, wovon du überhaupt redest. Außer vielleicht damit, ja, sie werden dich sofort abknallen, du Glückspilz. Ich hoffe, es kommt hier nicht auch eine Horde. Fahr mal weiter. Irgendwie hat Buschmensch. Und der Hase ist auch weg. Oh nein. Aber warum ist denn der Weihnachtsmann noch als Emote drin? Das verstehe ich nicht. Ja, ja, ich sehe schon. Ja, ja, das ist er. Fahr zur Hölle, Freak! Ey, zünd jetzt aber nicht mein Motorrad an, ja? Finde ich ziemlich scheiße. Magst du mein Licht nicht? Ja, so wenn man so aussieht wie du, dann ja. Ja, ich bin gerade böse. Ich bin gerade sehr böse. Ich muss den Schock verarbeiten, was gerade passiert ist. Ach so, ich sollte mich mal heilen, ne?
Wie nah standen sie denn Zombies? Ja, solange sie K.O.-Treffen wirken, danach sind die aufgewacht und ich bin weg. Und noch mehr Beute. Beute? Oh, okay, warte. Ich müsste auch noch was essen, ich habe auch noch nichts gegessen. Ich muss in circa 2 Stunden wieder die Tablette nehmen. Kein Wunder, dass mir schlecht wird. Ich habe nichts im Magen außer Tabletten. Noch ein MME, was Nero wohl diesmal zurückgelassen hat. Das schaue ich mir jetzt aber an. Weil hier könnte ich dann auch mal schlafen und so. Hier ist der Generator. Ja, den mache ich jetzt aber nicht an, ne? Noch nicht. Wir müssen diesmal schlauer sein. Das ist dann wirklich kein Wunder, ja. Ich weiß. Ist gerade im Moment essenstechnisch ein bisschen kacke. Da vorne ist auch noch so ein Lautsprecher. Ich weiß nicht, ob der dazugehört, aber ich werde den auch zerstören. Sicher, sicher. Was wären Ihre letzten Worte an dem Hauptcharakter? Lauf, lauf. Das Laufen hier ist allgemein eine Katastrophe. Ich mach das trotzdem auf, das macht Spaß. Es macht Spaß. Eine Sicherung. Ja. Sehr gut. Ich würde mal die Taschenlampe ausmachen. Ich sollte mal mehr auf solche Äste achten, ne? Dass ich mal. Damit ich Bolzen herstellen kann, ne? Sammel davon viel zu wenig. Ein Lappen für den Lappen. Schön. Muss ich jetzt auch noch Benzin finden oder nur die Sicherung? Der Tank ist leer. Natürlich. Ja, warum soll es auch einfach sein, ne? Wo finde ich jetzt hier einen Benzinkanister? Ich habe keinen gesehen. Warte mal, doch. Und na bitte. Wird nie langweilig. Den Ort hatte ich erstmal ausgelassen. Das klingt jetzt ehrlich gesagt nicht gut. Wenn du das so sagst. Dann mal los. Das war's. Das sollte reichen. Ja. Ob man auch Benzinkanister mitnehmen kann, denn? Ich hoffe, ich habe alles ausgeschaltet. Ich hoffe sehr. Wenn ein Nero immer mehr Sicherung braucht, findest du Ersatz zum Nero-Kontakt. Ach, verdammt, die Sicherung ist durchgebrannt. Wie durchgebrannt? Grünes Licht ist gut. Grünes Licht ist immer gut. Ja. Kein Strom. Ach, Scheiße. Das klingt echt nicht gut gerade. Was soll ich denn jetzt hier machen? Warum ist die Musik gerade so bedrohlich?
Das finde ich gerade nicht schön. Oh ja, jetzt sind wir im Geschäft. Ja, ich hoffe. Ja, das sollte klappen. Jetzt kommt eine Horde und tötet Scheiße, das wird sie alle zu mir locken. Da ist noch so ein, ey, ernsthaft. Da ist noch einer. Oh, ist dieses Spiel gemein. Das Spiel ist so gemein. Tschüss. Ich geh jetzt. Noch ein Nero Mikrorekorder. Keine Ahnung, ob ich mir das wirklich anhören will. Du kannst reden? Ma'am, gehen Sie zurück zu Ihrem Fahrzeug. Jetzt. Betty, hast du noch Wasserflaschen? Gib sie ihr. Gib sie ihr, los! Gehen Sie zurück zum Fahrzeug. Ja, weit, weit. Okay. Danke. Tut mir leid. Wirklich. Schließ ab. Hey, was soll das denn? Was ist los? Ich warte mal kurz. Sie lassen. Er durch. Das Flüchtlingslager ist voll. Was sollen wir jetzt machen? Macht, was ihr wollt. Ich habe einen Plan. Hast du einen Plan? Wovon bist du denn? Ich verstehe nicht. Nein, 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 nein! Was? Okay, ich guck mal, ob ich das einstellen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Ich weiß gar nicht, wo man das hier einstellen kann. Falls überhaupt. Huch. Ich bin ja gerade vor der Horde abgehauen. Ich habe wirklich so eine Millisekunde noch Glück gehabt, dass ich auf mein Motorrad steigen konnte und abhauen konnte. Weil die waren direkt hinter mir. Kann ich das nicht ausstellen, dass der Sound nicht aus dem Controller kommt? Weil ich weiß nicht, ob ihr das denn auch hört. Das... Oh mein Gott, so viele Menschen. Rum. Wie Bosa gesagt hat. Was ist das für ein Ende? Von den Kontrollpunkten eingekeilt. Bis der Tod kommt. Ein Injektor. Die haben hier wirklich alles. Gut. Yippie! Diesmal mache ich Gesundheit. Halt es doch einfach ans Mikro, mach ich immer. Ja, habe ich ja gerade gemacht. Ich habe damit kein Problem. Ich habe mich nur gerade gewundert, hä, wo kommt denn jetzt die Stimme her? Ein paar Vitamine. Vitamine und Steroide. Kann man hier drin noch schlafen? Ich bin so ein Feuerteufel. Ich glaube, das waren alle. Gut. Ist immer ein so ein Lautsprecher, den ich übersehe. Verdammt.